So sieht jemand aus, der gestern 15 Stunden Berg gestiegen ist. Aber erstmal den Morgen ganz entspannt beginnen. Und dann schlagen wir uns so langsam wieder raus in die Kälte des Windes. So reinigen wir unser Geschirr. Völlig fertig hier, gepackt und es geht runter ins Tal. Let's go. Wenigstens ist erstmal nicht hoch, das ist ja schon mal was. Genau. Immerhin. Ja. Ja, da. Da. Und da müssen wir nicht noch mal hoch. Das freut mich. Das ist doch schon mal was Gutes. Fast unten. Und dort wollen wir hin. Entweder machen wir den Kitarajo oder den Alpamayo. Der Alpamayo soll sehr touristisch sein. Da gibt es Leute, die zahlen 4.000 Euro, um da hochzukommen. Müssen wir schauen, was gut machbar ist. Beide Berge sind auf jeden Fall sehr schön und um die 6.000 Meter. Leute, das bringt nichts. Die Strömung ist zu stark. Wir haben eine bessere Stelle gefunden. Ja, Mann. Alright. Perfekt. Also viel mehr geht auch nicht. Perfekte Wegführung hier. Absolutes Chaos. Sind hier mal wieder an der Wand angekommen. Na, guten Tag. Haben wir noch Peps? Gar kein Peps? Noch zwei? Down to the place where we used to lay with me. Gut, wir sind zum Basecamp angekommen, 4-3. Wir haben erfahren, dass es noch ein Camp gibt, was 2 Stunden höher gelegen ist. Und schaut euch das an, wie viele Zelte hier sind. Das ist unglaublich. Und hier auch feinste Baukunst. Das ist wirklich Qualität vom Feinsten. Genau, wir entspannen uns, spielen eine Runde Rummy Cup. Und dann geht es nochmal 2-3 Stunden nach oben. Und ich sag euch, der Adson Rahu, da waren wir sehr alleine. Das jetzt ist wirklich Kontrastprogramm. Das wird richtig, richtig arschvoll. Hier sieht man nur noch mal den Adison Rahu. Ich schwimme die ganze Scheiße von den Touris nach unten. Stark. Wie waren die letzten 4 Tage? Pure Scheiße. Nur Rumgeballer. Keine Pause. Nicht mal irgendwie ein paar Stunden am Tag. Genießen, eine schöne Zeit. Oh. Immer am Limit, ja. Zeit genießen, nicht so machen wie wir. Fix und fertig. Das ist gut. Du bist ein Held. Wieland kommt hier frisch mit Wasser zurück. So, jetzt schmeißen wir mal die Karre an. Und rauf damit. Jetzt hier mal einen Sockenwechsel. Leute, Leute, Leute. Die Socke hält den Fuß auch nicht trocken, auch nicht sauber. Das sieht ziemlich eklig aus. Aber ich sag euch ein was: Das Wasser ist hier viel zu kalt zum Füße waschen. Also, das wird definitiv noch 2 Tage so bleiben. Hier mal wieder die realistischen Angaben: 4 Portionen mal 2, also 8. Dann habe ich hier noch so eine andere Brühe drin, was auch nochmal 4 Portionen sind. Also 12 Portionen, da sieht man mal wieder total realistische Portionenangaben. Sind wir mal gespannt, wie satt wir dann sind. Ihr kriegt das Update. Wenn man sieht, mehr passt hier leider nicht rein. Das ist total bescheuert. Ganz cinematisch einen Löffel Kartoffelpüree gegessen. Nach getätigter Mahlzeit können wir sagen, 12 Portionen reicht gerade so aus, um danach nicht in irgendeinen Fressflash zu fallen, würde ich mal sagen. Vielleicht das deckt so das Grundbedürfnis. Würde ich auch sagen. 18 Portionen oder so wäre man ganz gut dabei, aber passt leider nicht mehr in den Topf rein. Machst du nicht. Wenn wir auf Minimalbasis agieren, dann sind es 36 Portionen am Tag für 2 Leute. Gut kalkuliert. That keeps us warm. Leute, es ist gerade mal 17.22 Uhr. Und dann bleibt nichts anderes übrig, als sich ein Zelt zu verpissen, weil es draußen so kalt ist. Außer natürlich Wieland, der Hengst, der kennt keine Gelte, der bleibt draußen. Ich beobachte da oben gerade ein paar Leute. Wie beim Gletscher noch, das ist ziemlich bitter. Ich hoffe, das passiert uns nicht, aber... Ich glaube, wir sind wesentlich schneller als die. Mal wieder schön überheblich. Jetzt wird erstmal geschlafen. Gute Nacht. Es ist früh.
Ich will den Kocher und verpiss mich wieder ins Zelt, Alter. Zu kalt. Da wagt sich jemand so langsam aus dem Zelt raus. Guten Morgen. Ich habe auch schlecht geschlafen. Es war erstaunlich kalt auch irgendwie. Und natürlich werden hier auch schön die Prinzen gehört zum Frühstück. Es ist doch wundervoll. Küssen verboten, küssen verboten, küssen verboten. Hier schön gemütlich am Morgen mit Ronny Gander aufwachen. Es ist das Beste. Es ist das Beste. Was gibt es denn Schöneres? Ronny Gander, wir lieben dich. Es, wenn es geil ist. La da da da. Frisch eingecremt hier. Irgendwo, keine Ahnung, vielleicht hier. Wie immer sind wir knapp an Benzin, weshalb wir nicht für Ewigkeiten in den Schnee schmelzen können. Deswegen wird nochmal hier kurz, solange das Wasser hier noch flüssig ist, ein bisschen Wasser aufgefüllt. Alter, das ist wie im Film. Wie krass ist das Wetter? Das war eine richtige Eisklettermassage. Das war krass. Das ging richtig hoch, ey. Junge. Vertikal. Und morgen hier hoch. Wie krass ist das? Das ist wirklich zum auf Bildern gesehen. Ist das cool. So ein steiles Ding, ey. Junge, Wetter ist geil geworden. Hat sich aufgebaut. Ich weiß nicht, was los ist, aber es dreht sich schon wieder alles im Kopf. Eigentlich sind die akklimatisiert. Keine Ahnung. Irgendwie macht die Höhe was mit einem. Erstmal chillen. Chillen und grillen, würde ich mal sagen. Eine schöne Bocki hier auf 5500 Meter. Das wäre was. Schöne Bocki. Das wäre schon was. Junge. Wer eine 4000 Euro Tour anbietet, muss natürlich auch kräftig schleppen. Das sind richtige Männer. So wie wir. Geht jetzt hier an die professionelle Füllstandmessung. Da ist ja noch viel drin. Alter Schwede. Das ist ja noch richtig viel. Hey. Da können wir aber den ganzen Abend Schnee schmelzen. Geil. Boah, geil. Schnee schmelzen, Tee kochen, alles. So, Druck drauf. Richtig gut brennt das Teil auch nicht mehr in der Höhe. Ein bisschen brauner Schnee, ich habe gehört, das soll gut sein. Wieder auf Spaltenmission hier. Müssen wir wohl mal irgendwo hier reingehen. Müssen wir wohl mal eine Kernbohrung durchführen, würde ich sagen. Wie Land wagt sich hier tatsächlich hinein? Mensch, das sieht ja hier wunderprächtig aus. Ah. Na, guten Tag. Sie auch hier? Mensch, das sieht ja schon wieder viel zu geil aus. Was ist denn hier schon wieder los? Da kann man doch nur staunen. Das ist gebogene Form. Schmecken lassen. Das ist schon der Hammer. Guck dir mal hier. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, um nach zu sagen, wir sind beide schon ziemlich kalt. Kuscheln sind in die Schlafsäcke. Hoffen, dass es nicht so nass wird. Der Boden vom Zelt ist schon ein bisschen nass und kalt. Und mal gucken, wie die Nacht wird. Angenehm bestimmt nicht. Bis morgen. Morgen wird ein Abenteuer. Prima. Viel Glück morgen, ja? Danke, dir auch. Boah. Erstmal moin moin. Das ist ja nass. Okay, Freunde. Es ist 2 Uhr und das war wirklich die schlimmste Nacht. Ich habe nicht geschlafen. Es ist super kalt. Und jetzt wird aufgestanden und Frühstück gemacht. Ja, ich hoffe mal, dass uns wärmer wieder wird. So, hier ein bisschen Wasser kriegen. Oh, bitterkalt. Die Brille ist sogar vereist, weshalb ich die jetzt erstmal taue, durch die dann
reinigen kann. Der Pudding früh noch gegönnt. Dann geht's auch los. Es ist so bitterkalt, da hilft wirklich nur noch Bewegung. Uns beiden ist ein bisschen schlecht, Standard. Jetzt geht es los. Jetzt erstmal warm werden. Erstmal eine Stunde laufen bis zum Bergschrund und dann wird's steil. Wir lassen die vor, dass wir nicht in Stau geraten. Da vorne läuft Wieland, der hier mal wieder viel zu schnell losmarschiert. Wieland hat mir auch den Rucksack jetzt abgenommen, weil mein Arsch so doll brennt. Letzten Tage völliges Booty-Workout. Wieland geht's noch ein bisschen besser. Hier an der ersten Seilschaft leider schon angekommen. Es ging ziemlich schnell. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir vorbeikommen. Laut dem, was ich sehe, sieht das ziemlich langsam aus. Freunde, wir sind die Rinne hoch. Das ist eine richtige Schuttrinne. Dort oben, die Leute sind richtig langsam. Und Wieland will jetzt Meter machen, stimmt's? Genau. Jetzt wird Meter gemacht. Also. Let's go. Nicht nach oben schauen, sonst fliegt die Scheiße in die Fresse. Die Sonne geht hier langsam auf. Es ist echt kalt. Wir sichern das hier alles richtig. Fachmännisch. Und von mir kommt schon die andere Partei. Mal schauen. Ich hoffe, das wird irgendwie bald wärmer und wir kommen ein bisschen schneller voran. Jetzt ist gerade der Steinschlag nicht so, aber die ganze Zeit so boom, boom, boom. Die Eisschollen gegen den Helm, das ist brutal. Boah, wir sind jetzt hier. Leckere Kekse. Alter. Mit diesen Handschuhen, da geht nicht viel. Mal anschauen. Oh, oh. So sieht das hier aus. Da oben ist Gregor. Da oben geht's zum Gipfel. Ich bin gut durch, aber läuft alles. Füße sind ein bisschen kalt. Boah, da kommt er. Alles gut? Oh ja, anstrengend. Ja. Ein spritziger Typ, ey. Boah, ist das kalt. Was ist los, Gregor? Also nach der Anstrengung hab ich nur einmal zu sagen. Pipi Kaka im Pipi Kaka-Land. Boing. Alter, jetzt hier. Junge. Ganz am Gipfel sind wir noch nicht. Digga, geiles Ding, schön gemacht. Ist ja richtig schön. Das hätte ich ja gar nicht erwartet, du. Junge. Die anderen haben geschwärmt von ihrem Overkill-Boots. So. Die so, ja, die sind richtig schön warm und so. Und ich so, ja, Alter, ich glaube, mein Zeh fällt gleich ab. Ja, so kann ich so eine Memme hier sein. Und ich liebe ja Berge, die so einen Grat zum Gipfel haben. Das ist ja herrlich. Ecke. Alter Schwede! Huh. Juhu! Knappe 6000! Wieland, komm hoch! Komm, hol das Lasso raus! Wir spielen Cowboy und Indianer! Das haben wir uns verdient. Das haben wir uns verdient. Jetzt erstmal ein kräftiges Bergheil. Haben wir gut gemacht. Wieland, ich bin stolz auf dich hier. Sehr gute Führung. Und das so als letzter Berg auch. Auf dem Weg nach oben dachte ich kurzzeitig, weiß ich nicht, ob wir den wirklich machen, ob wir vielleicht auch noch abseilen. So. Aber wir haben es geschafft und das ist gut so. Jetzt wird nur noch abgeseilt. Genau, dann gehst du nochmal abseilen, oder? Dann gehe ich nochmal abseilen. Ich bin sehr froh, diesen Helm gehabt zu haben. So ein Beschuss, das hat man gar nicht auf dem Video, glaube ich, so mitbekommen, aber die ganze Zeit Brocken an Eis, die da runter... Das summt so, weißt du? Ja, ja. Wie man sich vorstellt, wenn eine Gewehrkugel oder so an einem vorbeifliegt. Voll, voll. Das war schon krass. Oh, da sieht man das Camp, das sieht auch cool aus. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir von dort unten heute hochgegangen sind. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir heute noch bis da runter gehen. Naja, nicht nur, wir gehen nicht nur bis hier, wir gehen bis dort hinten. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Zugeeist. Oh, wie ein Loch hier sah. Das sieht trinkbar aus. Oh mein Gott. Hier wird runtergestabbt.
Und der Wieland, der bleibt oben. Freunde, man ist hier ganz entspannt am Abseilen. Denkt sich gar nicht viel dabei. Dürfen wir mal einen Blick nach unten. Junge, was ist denn das für ein Abseilstau? Was ist denn hier los? Wenn man den Alfa Mayo macht, da lässt man sich halt auch auf sowas ein. Trotzdem, schöner Berg muss man mal gemacht haben. Ich bin beeindruckt von mir selber. So, vertrauenserweckender Anker hier. Na klar! Gregor traut sich. Ja, diese Landschaft. Das ist unfassbar. Junge, wer seilt denn da so schnell ab? Hier, cool aus. Ja, komm hier, du. Dass wir da gerade hoch sind, das ist schon, oh ja, unglaublich. Ja, heftig. Weißt du, das Verrückte ist, davor dachte ich mir so, oh nee, will ich das gerade wirklich? Und eigentlich bin ich viel zu platt dafür und viel zu fertig. Und jetzt gerade denke ich mir so, ja, weiter, los, geil, geil, immer mehr. Let's go. Oh. Einen ganzen Tag bis morgen Mittag wird es Gelatsche werden, deswegen sehen wir uns dann in der Stadt wieder. Viel Leiden, krasser letzter Berg. Na mal, was bist du für ein cinematischer Esel? Stehst du im Sonnenschein? Dir wird Tee am Morgen genossen. Herrlich. Nach 3000 Meter runter aus dem Tal sind wir beide endgültig komplett fertig. Das war eine Exkursion der Alfa Mayo. In 3 Tagen geht auch mein Flug wieder zurück nach Deutschland. Nach 7 Monaten Reisen, da freue ich mich echt. Und für Wieland geht es weiter nach Kolumbien. Genau. Ich bin auch sehr gespannt. Mal schauen, was ich dann mache, ob es noch weitere Berge sind oder doch lieber Strand. Genau, mal schauen. Wir brauchen erstmal Abwechslung und glaube, wir werden uns erstmal erholen. Kein weiterer Berg. Erstmal schön was Leckeres essen. Wir hatten jetzt auch bestimmt die Tage nicht mehr als 1500 bis 2000 Kalorien am Tag gegessen. Locker das Doppelte umgesetzt. Also ich glaube, wir müssen uns erstmal wieder ein bisschen Fett anfressen, oder? Genau, das haben wir uns verdient, würde ich sagen. Haben wir uns verdient. Gut, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Das ist das Ende meiner Triologie von Peru. Es war wirklich eine richtig schöne Zeit. Und genau, ich hoffe, euch hat es fast genauso doll gefallen wie mir. Ciao, ciao. Ja,